Eine Narkose heißt, die Kontrolle über sich abzugeben. Einer der Hauptgründe, warum viele Patienten Angst vor diesem Vorgang haben, obwohl es eine der Standardanwendungen der Krankenhäuser ist. Das Wuppertaler Petrus-Krankenhaus bietet alle modernen Narkoseverfahren inklusive Regionalanästhesie an. Nach der OP werden außerdem Schmerzvisiten durchgeführt. Eine häufige Frage der Patienten im Aufklärungsgespräch ist, ob sie möglicherweise während einer Allgemeinanästhesie, also der Vollnarkose, erwachen. Hier können wir sagen, dass die Patienten durchgehend durch einen Anästhesisten und eine entsprechende Anästhesiepflegekraft engmaschig überwacht sind. Bereits in einem Vorgespräch wird auf die Fragen und Bedenken der Patienten eingegangen. Ich hatte einen ambulanten Eingriff und habe mich also für eine Spinalanästhesie entschieden. Diese verlief völlig komplikationslos und daher konnte ich auch am frühen Abend wieder nach Hause gehen. Von Anfang an wurde ich von den Pflegern und von den Ärzten hervorragend betreut. Ich hatte also nie irgendwo das Gefühl, sei es im Aufwachraum als auch im Operationssaal alleine zu sein. Das besondere Plus hier im Petrus-Krankenhaus ist, dass die Patienten eine persönliche Versorgung erhalten. Der Patient steht bei uns im Mittelpunkt. Um auch nach der Operation eine bestmögliche Genesung zu garantieren, gibt es auf den Patienten individuell zugeschnittene Schmerztherapien. Mithilfe einer Schmerzskala kann der Patient die notwendige Stärke der Medikamentendosierung mitbestimmen. Ich habe mich bei den Ärzten und bei den Pflegern wirklich gut behandelt gefühlt, gut aufgehoben gefühlt. Während der gesamten Behandlung wurde versucht, mich zu beruhigen. Mir wurde jeder Schritt erklärt und es war im Allgemeinen wirklich sehr gut. Dank der ganzheitlichen Betreuung ist Pierre Chiran mittlerweile wieder auf den Beinen. Ich kann jedem empfehlen, sich hier behandeln zu lassen.